Das ist ein zweites How-To zur Konstruktion von Kellerautomaten für eine gegebene Sprache. Und die Sprache, die wir diesmal angucken, ist die Sprache aller Palindrome gerader Länge. Ein Palindrom kennen wir alle. Das ist ein Wort, was von links nach rechts das gleiche ist wie von rechts nach links gelesen. Gucken wir das Ganze in einem ersten Schritt noch einmal formal an. Formal ist die Sprache, die wir angucken wollen, die Sprache aller Wörter W, W hoch R. Das heißt, wir haben zum ersten Teil Wort W und danach kommt das Wort nochmal gespiegelt. Und dieses W, das besteht aus A's und B's, beliebig vielen. Und Besonderheit ist eben, dass das Teilwort rechts von der Mitte gespiegelt nochmal steht. In einem vorherigen Beispiel hatten wir schon die Sprache W, C, W hoch R betrachtet, die so ähnlich war, wo wir so ein C in der Mitte hatten, was uns als Marker dienen konnte, damit wir wussten, wo die Mitte ist. Und dann war die Idee bei diesem Kellerautomaten, dass wir einfach das Wort einkellern, bis wir das C lesen. Sobald wir das C gelesen haben, steht ja der erste Wortteil genau gespiegelt im Keller. Das heißt, das oberste Symbol, was im Keller steht, hatten wir gesehen, das war genau das letzte Zeichen, was wir von dem ersten Teilwort gelesen haben, sodass wir dann quasi direkt nach dem C mit dem Matching weitermachen konnten. Das war ganz praktisch. Problem an der Stelle ist, jetzt uns fehlt dieser Marker, der uns sagt, wo jetzt eigentlich genau die Mitte ist. Das Ganze kann man aber lösen, und zwar dadurch, dass man das einfach nicht deterministisch rät. Wir betrachten ja typischerweise hier nicht deterministische Kellerautomaten und die können die Mitte einfach raten. Gucken wir dazu die Konstruktion einfach einmal an. Wenn wir so einen Kellerautomaten bauen wollen, fangen wir einfach mal wieder mit so einem Startzustand an und überlegen uns, was wollen wir da tun. In dem Startzustand selber wollen wir ja wieder das erste Teilwort einkellern. Das heißt, wir fügen Transitionen hinzu, die genau das erste Teilwort einkellern. Ja, wieder zuerst den ersten Fall. Was passiert, wenn der Keller leer ist? Wenn der Keller leer ist und ich lese ein A, dann keller ich halt ein A ein. Wenn der Keller leer ist und ich lese ein B, dann keller ich ein B ein. Keller leer bedeutet in dem Fall immer Keller leer bis auf unseren Bodenmarker Z0. Das Ganze gibt es natürlich noch für alle anderen Möglichkeiten genauso. Es sind sehr viele Möglichkeiten und Idee bleibt weiterhin, dass wir einfach einkellern, was wir gerade lesen. Also das schieben wir einfach weiter in den Keller. Jetzt müssen wir an irgendeiner Stelle raten, dass wir die Mitte erreicht haben. Und sobald wir das haben, nehmen wir diese Epsilon-Transition hier und gehen von dem Zustand Q0 in Zustand Q1 über. Ändern dabei den Keller nicht. Also es wird wieder das eine auf was ausgekellert. Und wir haben hier eine nicht deterministische Auswahl, weil wenn wir so einen A oder B haben, können wir uns jetzt entscheiden, entweder hier zu bleiben, die A's oder B's direkt abzuarbeiten oder einfach mal die Epsilon-Transition zu nehmen und den Zustand zu wechseln. In dem Zustand Q1 gehen wir genauso vor wie bei dem letzten Beispiel. Wir matchen einfach. Wir matchen also die Eingabe des Wortes gegen den Stack. Und wenn wir irgendwann den Bodenmarker finden, dann wissen wir, dass es genau gematcht hat, dass also der zweite Teil genau das Gespiegelte vom ersten Teil war. Und dann gehen wir in den akzeptierenden Zustand Q2 über und akzeptieren das Wort. Gucken wir an dieser Stelle einmal beispielhaft an, wie sowas aussehen könnte. Ich schreibe wieder den Ablauf eines solchen Kellerautomaten auf, indem ich die Konfigurationen aufschreibe. Also initial sind wir in Zustand Q0. Und sagen wir mal, wir haben das Wort ABBA, also ABBA. Das ist ja offensichtlich ein Palindrom, gerade Länge. Und das möchten wir akzeptieren lassen. Und Keller hat initial nur das Z0. Was der Kellerautomat jetzt tut ist, der bleibt in Q0, kellert das A ein, bleibt also nur noch BBA über, hat dann das A im Keller oben drauf und wir sind hier. Danach wird das B aus der Eingabe gelesen und eingekellert. Bleibt nur BA übrig. Und ich habe BA Z0 auf dem Keller. Jetzt an der Stelle habe ich die Mitte erreicht. Das heißt, ich rate jetzt, dass ich hier in der Mitte bin und wechsle den Zustand. Das heißt, ich gehe in den Zustand Q1 über, ändere nichts in der Eingabe, ich lese kein Zeichen aus der Eingabe und auch mein Stack bleibt unverändert. In Zustand Q1 wiederum, da matche ich jetzt das B gegen die Eingabe, also das B vom Stack gegen die Eingabe und bleibe in Q1. Das heißt, das B kommt weg, wird gematcht, ist nur noch das A übrig. Dann matche ich entsprechend das A. Dann ist die Eingabe vollständig verbraucht. Ich habe den Bodenmarker gefunden, Z0. Und jetzt kann ich die letzte Transition nehmen, diese hier, und kann in den akzeptierenden Zustand übergehen.
Das heißt, die Nachfolgekonfiguration davon ist Q2 Epsilon Z0. Eingabe ist vollständig verbraucht an der Stelle. Das Wort wird also akzeptiert. Damit habe ich an dieser Stelle einen akzeptierenden Lauf gefunden. Und das ist alles das, was wir brauchen. Es muss nicht jeder Lauf akzeptieren. Es genügt, wenn wir einen finden, der tatsächlich akzeptiert. Falls ich falsch raten sollte, kann es natürlich sein, dass ich nicht in einen Endzustand komme. Das kann natürlich sein, das können wir auch nochmal angucken. Also angenommen, wir haben das gleiche Wort. Wir starten in Q0, haben wir da das Wort aber. Und auf dem Stack liegt Z0 obendrauf. Jetzt gehen wir vielleicht dazu über, zuerst wieder das A einzukellern. Das heißt, ich keller das A ein, habe also nur noch BA übrig. Das A liegt auf dem Stack. Und wenn ich mich jetzt an dieser Stelle schon entscheiden würde, die Transition nach Q1 zu nehmen, dann würde ich ja immer noch als Eingabe BBA haben, habe dann aber AZ0 und an dieser Stelle geht es nicht weiter, weil ich keine Transition in Q1 habe, die mir dieses B gegen dieses A matchen würde. Deswegen bleibe ich hier an der Stelle stecken und ich erreiche eben keinen Endzustand, keinen akzeptierenden Zustand. Und das ist in dem Falle immer so, wenn ich halt falsch rate. Wichtig an der Stelle ist wieder, ich rate und muss danach überprüfen, ob ich auch richtig geraten habe. Und das machen wir eben dadurch, dass wir die Mitte raten und danach aber matchen den rechten Teil des Wortes gegen den linken Teil. Und das funktioniert nur dann, wenn das Wort auch wirklich die Form W hoch R hat, also auch in der Sprache ist. Sonst wird das nicht funktionieren. Fassen wir zum Abschluss nochmal die verschiedenen Teile des Kellerautomaten zusammen. Wir haben hier wieder einen Teil, in dem wir einkellern. Da wird also das erste Teilwort eingekellert. Also hier geht es ums Einkellern. Dann haben wir einen zweiten Teil. In einem zweiten Teil, da haben wir das Matching. Also hier geht es ums Matching. Da vergleichen wir das, was wir eingekellert haben, mit dem Rest der Eingabe. Wenn das matcht, dann akzeptieren wir, weil wir dann irgendwann diesen Bodenmarker wieder finden und deswegen das Matching genau funktioniert hat. Also dann gehen wir in den Accept-Zustand und die Besonderheit hier ist, dass wir hier eine nicht-deterministische Auswahl haben, ich nenne das mal Guess, wo wir tatsächlich die Mitte raten. Und wir sehen, sind wieder die drei Teile da, wir kellern irgendwas ein, wir matchen irgendwas und wenn das gut funktioniert, dann finden wir den Bodenmarker und akzeptieren. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Besonderheit, die ich aber nicht beweisen werde. Die Besonderheit ist, dass wir diese Sprache der Palindrome gerader Länge, dass wir an dieser Stelle tatsächlich auch den Nichtdeterminismus bei den Kellerautomaten brauchen. Wir können keinen deterministischen Kellerautomaten finden, der diese Sprache akzeptiert. Das funktioniert nicht. Das kann man zeigen, beweisen wir hier in dem Video aber nicht.